Welches Item ist eigentlich das Beste in Mario Kart 8 Deluxe? Tatsächlich kann man diese Frage recht schwer beantworten. Das liegt zum einen daran, dass man nicht jedes Item auf jedem Platz bekommen kann, aber auch daran, dass Items sehr situations- und streckenabhängig sind. So kann beispielsweise ein Kugelwilli auf den hinteren Plätzen gerne mal bis zu 13 Sekunden anhalten und wenn ihn auf dem ersten Platz einsetzen würdest, würde er theoretisch nur irgendwie 2-3 Sekunden halten. Allerdings, wenn man jetzt theoretisch sagen würde, man kann jedes Item auf jedem Platz bekommen, was wäre denn das beste Item? Naja, dann müsste man immer noch festlegen, auf welchen Platz man sich bezieht. Ich sage jetzt mal einfach, wir beziehen uns auf den ersten Platz. Da fallen mir nämlich zwei Items ein, die ich sehr krass für den ersten Platz halten würde. Nämlich einmal der Blitz, der alle Spieler klein macht, die nicht gerade im Stern oder ähnlichem sind. Beim zweiten Item denke ich an die Crazy 8. Sie besteht insgesamt aus 8 Items, darunter ein Stern und einen Pilz. Der Stern ist dabei besonders nützlich, da ihr auf der einen Seite mit ihm Shortcuts nehmen könnt, auf der anderen Seite könnt ihr auch einen Blitz mit ihm abwehren. Auch ein großer Vorteil der Crazy 8 gegenüber dem Blitz ist, dass sie nicht vom Geist geklaut werden kann. Aber was meint ihr?